Mal rein da. Okay. Ist der friedlich? Der sieht friedlich aus. Willkommen in den Cambridge Polymer Labs. Die Forschung bietet viele Beschäftigungsmöglichkeiten. Sollen wir mit Ihrer Bewerbung starten? Was bitte? Was unsere Leistungen umfassen, ein gutes Gehalt, Krankenversicherung, Lebensversicherung und 2 Wochen Urlaub. Die Forschung bietet viele Beschäftigungsmöglichkeiten. Sollen wir mit Ihrer Bewerbung starten? Na gut, wenn du meinst. Klar, bin dabei. Beginnen wir das Gespräch. Aufgrund von erhöhtem Personalbedarf haben wir den Einstellungstest entsprechend verkürzt. Frage 1. Konnten Sie schon Erfahrung mit Polymersynthese sammeln? Ja. Polymersynthese? Wovon redest du da? Berechne Testergebnis. Ich kann Ihnen eine Stelle als Reinigungsmitarbeiter anbieten. Eine glänzende Zukunft beim Wischen von Böden erwartet Sie. Möchten Sie vor Beginn Ihrer Arbeit im Labor eine Einweisung Ach ja. erhalten? Klar. Ich bin jetzt Reinigungskraft. Wunderbar. Was gibt's denn hier? Hier steht ja schon einmal, nehme ich mal mit. Oh, eine Vase? Das gehört ja alles nicht hin. Nee, nee, so unordentlich hier. Bitte setzen Sie sich, dann beginnen wir mit der Setzen, das geht nicht. Ich stell mich. Fang an. Bitte setzen Sie sich, dann beginnen Ich will meine wir Rüstung jetzt ausziehen. Na los, lass mich aus meiner. Ich kann nicht aus der Rüstung raus. Boah, die werden mich schon nicht klauen, ne? Bitte setzen Sie oh, sich. Dann mach ich doch schon. Fang mal an. Die Cambridge Polymer Labs sind aus der Forschungsarbeit einer Gruppe brillanter Studenten entstanden. John Elwood, Erica Woolum und Wilfred Bergman trafen sich während ihrer Zeit am CIT. Dieses Bild zeigt sie bei ihrer Abschlussfeier. Ihre Forschung über nukleostriktive und piezoelektrische Polymere erweckte im Herbst 2073 die Aufmerksamkeit von Colonel George Kemp. Im Frühjahr 2074 wurde die Firma mit großzügiger Unterstützung der Defense Experimental Research Project Initiative gegründet. Aus der hier durchgeführten Forschung entstanden mehrere Komponenten für das Liberty Prime Projekt, mit dem Anchorage erfolgreich verteidigt wurde. Die Firma besitzt eine enge Verbindung zum Militär und heißt sie in ihrem Forscherteam bei der Arbeit für ein besseres Amerika willkommen. Folgen Sie mir bitte ins Labor, damit Sie Ihre Arbeit aufnehmen können. Was ist das für ein Bild denn? Ich habe gerade Bild gesehen. Soll das Bild sein? Ja, Moment, ich muss erst wieder in mein Ding hier rein. Ich gehe doch hier nicht ohne Dings durch die Gegend. Das Leben ist gefährlich in Cambridge. Wer weiß, wie gefährlich das in Polymer Labs ist. Oh? Ja, also jedenfalls nicht sehr. Wo bist du denn? Hey, hallo. Wo bist du denn hin? Hey, du Roboter. Hier? Bist du hier? Ich glaube, ich nehme die mal mit. Ach, das sind Toiletten. Wo ist denn der doofe Roboter? Ich soll doch mal an meine Arbeit gehen. Oben? Oben. Oh, das sieht aber alles so kaputt aus. Technisches Dokument. Das ist ja schon mal interessant. Hallo. Wo bist du denn? Oh, ich kann ja alles mitnehmen. Was ist das? Nee, ich muss, glaube ich, wieder runter, oder? Ja, wo ist denn der Roboter jetzt? Meine Güte. Das gibt's aber auch nicht. Ich muss doch wissen, wo ist denn der immer? Wo geht die denn immer hin? Moment, ich glaube, die gehen hier rechts, ne? Aber dann geht's über die Treppe hoch. Wo ist der lang gegangen? Das ist ein Klo. Das ist auch ein Klo. Also hier irgendwo? Nee, das ist doch nur so eine Art Küche. Das
kann nur hier sein, ne? Hier? Ach, da bist du ja. Hier sind Ihr Overall und der Wischmopp. Ziehen Sie bitte Ihre Arbeitskleidung an und folgen Sie dem Entwicklungsraum. Das Forschungspersonal wird Sie auf der anderen Seite begrüßen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und geht doch bloß Reinigungskraft, was soll ich denn forschen? Gehen Sie in den Entgiftungsraum. Ich soll Sie davon in Kenntnis setzen, dass Direktor Elwood aufgrund unerreichter Projektziele Überstunden festgelegt hat. Mitarbeiter dürfen das Labor nicht raus, du Blödbacke. Des Projekts zur piezo-nuklearen Auskleidung abgeschlossen. Melden Sie sich bitte bei Projektleiterin Dr. Elwood. Hey, du bist ein bisschen krank, Molly. Zu erhalten. Starte die Lass mich hier raus. Ah, hier ist alles kaputt. Hey, trappel ich gerade einen Doktor auf den Kopf rum? Haben wir den? Hä? Also Gule haben wir hier schon mal. Ich glaube, ich muss erst mal ein paar Gule platt machen. Oh, das ist hier offenbar überall. Moment. Polymerüberzug. Oh, das wird ja hier eine Heiz. Das auch Kronkorken. Jo. Das sind immer so um die 20 Stück, nicht ganz. Moment, Silberlöffel nicht vergessen. Den haben wir auch umgenietet. Jawohl, der hat auch ein paar Kronkorken. Okay, jetzt muss ich mal gucken, was ich hier machen muss. Joghurt muss ich hier machen, ne? Ist kaputt, da komme ich nicht raus. Okay, nachladen? Habe ich nachgeladen? Ja. Nehme ich das alles mit? Ich glaube, ich lasse hier erstmal... Ist doch einer von euch. Hier stehen so viele wertvolle Sachen rum. Guck mal doch alle mit dem. Bin ich leer? Bin ich leer? Moment. Jetzt gucken, ob ich leer bin. Gibt es hier keinen Schrank, wo ich mal gucken kann? Moment. Doch, da war der mal. Da können wir doch gucken. Nee, ich bin fast voll. Ich hätte mal hier gar nicht so voll beladen hergekommen wollen. Das sind so schöne, wertvolle Sachen. Na gut, dann muss ich noch ein zweites Mal kommen. Was für ein Ding? Isotop-Eindämmungs... was ist das? Unidentifiziert... Na, die nehme ich jetzt mal mit. Wer weiß, wozu das gut ist. Okay, versuchen wir's. Okay, wir nehmen wieder das Doppelbuchstaben. Ah, ist ein Treffer, also B, K oder S, würde ich sagen. B, K oder S. Hier ist kein S. Hier ist B. Noch ein Treffer. Nein, kein Treffer. Was soll der Blödsinn? Mach Treffer. Jetzt will ich so ein doofes Zeug machen. Nee, das funktioniert nicht hier. Da, da ist einer. So. Ah, Versuche zurückgesetzt. Ja, dann nehmen wir doch einfach irgendeinen. Also. Leck in Sicherung für radioaktive Isotopen festgestellt. Es wird empfohlen, die Anlage bis zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Wartung zu verlassen. Sollte eine Evakuierung nicht möglich sein, tragen Sie bitte Schutzanzüge.
Ja, ist mal gut, dass ich eine Power-Rüstung habe. Ja? Sicherheitsschloss freigegeben. Türen werden geöffnet. Oh. Das ist doch keine so gute Idee. Oh, nee, da zappelt einer. Oh, warte mal. Moment. Guckt der hier lang? Die sind grün. Die schießen, ich hoffe nicht. Ich gehe mal hoch, mal gucken, ob hier oben was. Ah. Gute Gott. In der Reaktorkammer ist einer. Versteckt bleiben sollen. Nicht erschossen. Boah, wo ist das? Telefon, ich nehme mal alles mit, was Kronkorkel ist. Wer weiß, ob ich hier wieder rein kann. Oh, fast geschafft. Jupp. Oh, Munition ohne Ende. Gamma-Munition. Technisches Dokument. Super. Ich schmeiß da jetzt mal was rein, Moment. Und zwar alles, was ich nicht tragen kann, würde ich sagen, ne? Ich glaube, die Kleidung lasse ich hier. So, dann haben wir schon mal ein bisschen. Dann können wir zumindest ein Telefon mitnehmen. Moment, der funktioniert. Noch einer zum Entsperren. Okay. Ja, haben wir denn wieder einen mit Doppelbuchstaben? Ich glaube nicht. Das war jetzt noch einer zum Fall, also ehrlich. Interner Mailverkehr. Na, die Selbststeuerung brauche ich doch gar nicht mehr. Das ist doch Quatsch. So, und den Mailverkehr will ich jetzt nicht lesen. Da habe ich jetzt keinen Nerv drauf. Mal immer noch eingeschaltet. Die sind kaputt. Gut. Gucken wir mal, was hier so da ist. Ja, wir müssen noch mal wiederkommen. Dann räumen wir hier aber nur aus. Was ist hier? Warum haben diese Waffen denn nicht auf mich geschossen? Die müssen da eigentlich auf mich schießen. Ja, ich muss halt zielen, ne? Das ist das einzige Geheimnis an der Geschichte. Und das kann dann schon mal komisch aussehen, wenn ich in einem kleinen, auf kurze Distanz ziele. Na gut, die zwei Stück können wir auch noch mitnehmen. So. Ja, das ist auf jeden Fall die Mission, würde ich sagen. Ich lasse mal alles, das holen wir später. Ich hoffe nur, dass ich hier heile wieder rauskomme. Wüsste ich eigentlich, ne? Nochmal gucken. Irgendwas muss ich da unten machen, oder was? Ah, ich kann da oben. Moment. Hier steht nochmal so ein Ding. Nehme ich mit. So, hier noch, ja. Aha. Okay, da komme ich nicht weiter. Schon. Wie komme ich denn da unten rein? Das muss unten sein, ne? Aber wie? Moment. Ist hier noch irgendwo ein Weg? Ah, hier.
soll ich denn hier holen? Ja, zumindest ein paar Kronkorken und nukleares Material. Holen. 2, 3, 8, das sehen wir mal mit. Und raus hier, bevor wir jetzt verstreut sind. Au, werde ich gestoßen. Guck dir mal deinen Helm. So, jetzt habe ich das. Jetzt bin ich wieder hier, wo ich eigentlich relativ früh auch schon war, ne? Da steht noch so ein Ding. Irgendwo rein. Ist hier noch was? Steht nichts, wenn ich das richtig sehe. Nee, nee. Hier ist scheinbar nichts mehr. Hä? Kommt mit den Kronkorken her. Ich gehe nicht ohne deine Kronkorken. Da muss ich hin. Was ist denn da oben? Da war ich noch nicht drin. Oder? Da steht so ein Ding. Ah, hier ist ein Dings. Oh nein, das gibt's jetzt nicht, ey. Oh. Wie soll ich denn da reinkommen? Kann ich den damit aufmachen? Aber wahrscheinlich nicht. Ah, Moment, das ist. Vielleicht können wir dem abhelfen. Ich glaube, ich habe nur einen nicht verbrauchten. Das war jetzt ein Dings, ne? Ich habe die auch nie richtig hochgelevelt. So, ich hoffe, jetzt komme ich da ran. Jetzt kann ich das hier nämlich abbrechen. Experte? Ja, Experte. Mensch, hab ich ein Schwein. Hätte ich neu spielen müssen. Portable Defo. Arrested hat einen doppelten Buchstaben. Drei Treffer. Wow. Extended? Tatsächlich. Und ich habe sogar noch ein Level up. Haha. Tür öffnen. Yep. Oh, Moment. Pack, ja. Ah! Scheiße! Das war keine gute Idee. Da einfach so reinzulatschen. Da muss ich mir doch eigentlich wegen dieser komischen Probe hier. Bunsenbrenner. So, jetzt hoffe ich, der ist nicht blöd. Das müssen wir mal lesen, glaube ich, ne? Also, Dr. Will Bergman ist eine Isotop-Eindämmung. Die örtliche Steuerung befindet in Sicherungslabor C5. Also Topsicherung kompromittiert, das wird zur äußersten Vorsicht geraten. Aha. Ja, so ganz verstehen tue ich das hier nicht. Anlagenverteidigungssysteme. Habe ich die vielleicht sogar ausgeschaltet? Anlagegruppe. Nee, das lasse ich mal lieber in Ruhe. Da weiß ich nicht, was passiert. Reinraum. Zugriff gesperrt durch Benutzer. Okay. Der Rest interessiert uns jetzt mal nicht. Oh, auch will ich ein Band. Das können wir aber mal anhören. Nein, ich will das Band. Hören wollte ich das. Und wo ist es? Jetzt habe ich nicht aufgepasst, wie das heißt.
Das sind die Wintersachen, die haben wir leider auch noch nicht vollständig. Boah, wie hieß denn das Teil? Wir haben 4 Proben. Ich weiß aber nicht, ob die reichen. Das brauchen wir auf jeden Fall, das weiß ich. Aber ich möchte... Jetzt haben wir wieder so viele Bänder hier. Und ich habe nicht aufgepasst. Ja, okay, versuchen wir es ohne Lesen des Bandes. Na gut. C1, da drüben könnte noch was sein. Da hat doch was gestanden von C1, ne? Oder waren wir da schon? Das, da waren wir, glaube ich, schon. Ja, ich meine, hier sind wir schon drin gewesen. Wenn ich mal den Sportbild. Das nehme ich mit. Das hole ich mir später. Ich gehe fast davon aus, doch wir müssen hier schon gewesen sein. Hier waren wir schon, ja. Oh, da war doch immer was Schönes. Ah, eine Kanne, ein Teekessel. Ja, den möchte ich haben. Und das Becherchen dazu. So. Und Korken. Und der Rattenkissen. Ja, dass ich mich besser umbringen kann. Oh, meine, ich spiele aber auch manchmal schräg. Irgendwie scheinen die jetzt alarmiert zu sein, die Dinger. Jetzt muss ich aber aufpassen. Der Ausgang. Okay, ach, hier steht auch noch einer. 11317. Okay. Dann, wir müssen irgendwas machen mit dem Teil, das weiß ich. Hier sind zwei so Sachen, Dinger, so, wo man die platzieren kann. Und ich platziere mal ein. Und zwar werde ich mal die kleinste Nummer nehmen. Die 49 platziere ich da jetzt drin. So, jetzt gucken wir mal, was da so passieren kann. So, hier kann man jetzt zugeführte Reaktanten scannen. Herstellungsparameter prüfen, geladene. Wir machen mal scannen, mal gucken, was daraus wird. Was haben wir denn? Kobalt. Kobalt haben wir. Und ich suche einen Schreiber. Also 45 war Kobalt, ne? Kobalt. Ich weiß gar nicht, was wir brauchen. Was brauchen wir denn? Das müssen wir auch nochmal irgendwie rauskriegen. Jetzt müssen wir doch die ganzen Dinger nochmal lesen. So, ich glaube, jetzt können wir hier einen zweiten reintun. Das Problem ist, ich weiß nicht, welche. So. Kobalt identifizierte. Jetzt kennen wir den. Ausgangsreaktant rechts. Tungsten. Was auch immer das ist. Wir müssen jetzt einen aber rausnehmen.
Nee, so komme ich nicht weiter. Ich muss gucken. Ich muss gucken, wo ein. Wir müssen nochmal nach einem Dings gucken. Ich glaube, ich trinke mal ganz schnell was. So. Wir müssen diese. Na, wie heißt es? Wir müssen mal in diese Terminals gucken. Den nicht. Doch den? Nein, das ist doch nur. Notfallabschottung. Nee, das ist nur die Systemgeschichte hier. Wir brauchen einen richtigen Terminal, in dem darauf eingegangen wird, weil wir können ja hier nicht einfach viel drauf losmachen. Komme ich nicht rein. Da hinten ist noch was. Da kommen wir aber auch nicht rein. Okay, hier vorne war nur der. Ah, hier kommen wir rein. Ja, aber hier ist nichts weiter. Nee, nee, das haben wir alles schon. Gut, also nach oben. Hier war doch einer, ne? Gucken wir mal, was drin steht. Der Mailverkehr. Gut, dann gucken wir mal den Mailverkehr. Ja, ich habe euch da irgendwie eingesperrt, bla bla bla, das bringt uns nicht weiter. Nein. Wir müssen irgendwie einen haben, verpflichtende Überstunden, da scheinen wir hier kein Glück mit dem zu haben. Was haben wir denn jetzt hier noch? Die sind kaputt. Also gehen wir nochmal hier links. Ha, bleib oben. Ah, hier ist noch einer. Oh, da ist so ein Hinweis. Also müssen wir das doch lesen. Okay, kommen wir nicht drum um. Isotopeindämmung lesen wir jetzt mal, ne? Die örtliche Steuerung befindet sich im Sicherungslabor C5. Okay, C5. Das bringt uns nicht weiter. Das haben wir ja schon gelesen. Das wissen wir ja schon, meine ich. Also nochmal weitergehen. Wir kommen hier nicht weiter. Wir müssen mal da drüben rüber. Hier ist keiner mehr. Gucken, was wir hier noch haben. War denn hier überhaupt ein funktionierender Terminal? Kong, ja, ich vergesse. Ja, so alles. Nee, die sind alle kaputt. Also hier kommen wir auch nicht weiter. Wir kriegen hier keine Info. Ah, was jetzt? Keine Informationen. Was haben wir denn hier? Hier waren wir nur durchgelaufen. Ah, hier hinten kann man auch noch lang. Wo komme ich raus, wenn ich hier runterspringe? Wo waren wir da eben? Ja, das, ich spiele irgendwie komisch heute. C4, C4. Da ist C5. Was ist denn C5? Moment. Da kommen wir. Doch, hier kommen wir rein. Aber hier ist doch nichts. Was sollen wir denn hier machen? Jetzt gucke ich da noch ein drittes Mal rein oder viertes.
ist denn mit der Sicherheitstür? Nein, nicht schließen. Bist du wahnsinnig? Ich kann doch hier nichts schließen. Ich bin doch da drin. Also hier geht es nicht. Einmal sollte ich gleich lesen. Nicht so. Hier ist doch irgendwo eine Waffe. Wo ist denn hier eine Waffe? Die ist grün. Die auch. Ja gut, dann gehen wir nochmal dahin zurück. Versuchen wir es ohne irgendwas weiteres. Wir haben da zwei drin. Ich weiß, dass es Tungsten nicht ist. Ich weiß auch nicht, ob es Kobalt ist. Wir hatten zwei, die zusammenpassen müssen. Und ich weiß nicht, welche. Also wir nehmen den rechten raus. Ja, den nehmen wir mal raus. So, jetzt nehmen wir den raus und jetzt packen wir mal den nächsten rein. Achso, muss ich erst reinpacken, Moment. Reinpacken. So, was haben wir denn noch? Tungsten haben wir geprüft. Da könnten wir die 611 mal versuchen. So, was ist denn das? Kobalt, unidentifizierte Probe. Jetzt scannen wir den wieder. Mal gucken, was da rauskommt. Gold. Ich glaube, das ist es. Gold ist das. Ja, Gold war das. Einmal war das Gold, meine ich. Kobalt war das auch nicht. Wir müssen noch mal gucken. Gut, dann lassen wir Gold jetzt mal drin. Das war Gold. Und der Kobalt, den nehme ich jetzt raus. Da stecken wir jetzt den nächsten rein. Kobalt. So. Und nochmal. Und identifizierte 413. Scannen. Gallium. Gallium. Nee, das war nicht Gallium. Das weiß ich, dass das nicht Gallium war. Oder? War das Gallium? Ich nehme den mal raus. Gold war es auf jeden Fall, das weiß ich. Ja, ich habe das schon ein paar Mal gespielt, aber ich weiß, kann mir das ja nicht merken. Ach so, halt, ich muss ja erstmal was reinstopfen. So, ja, eine haben wir noch. Bin ich mal gespannt, was das ist. So, scannen. Salzsäure. Salzsäure? Oh Gott. Wie kriege ich raus, was wir brauchen? Herstellungsparameter überprüfen vielleicht. Lithium brauchen wir. Aber wir haben gar kein Lithium gefunden, ne? Gold war richtig. Wir haben kein Lithium. Was ist das für eine Nummer? 1142. Einer scheint noch zu fehlen. Wir haben die Nummer 1142 gar nicht. Also Gold lassen wir schon mal drin. Salzsäure. Was haben wir denn? Einer fehlt. Lithium. Nein, nicht so. Wir müssen noch mal durchs Haus. Ja, irgendwie müssen wir hier noch mal durchlaufen. Das ist nur der Ausgang. Da brauchen wir... Ah, hier ist noch was. Moment. Erikas. Erika Elwood. Projekt zur nukleostriktiven Auskleidung. Ganz nah dran gucke ich mal. Ich
bin zu faul zum Lesen im Moment. Wir konnten dich zum Test des neuen Dosierungsmusters benötigten Proben nicht sammeln. Will hat sich in einem der Labore verschanzt und versucht, die Verwaltungssysteme zu hacken. Als wir das benötigte U238, das haben wir ja, aus der Isotop-Eindämmung haben wollten, riegelte er sie ab und Mary war im Innern gefangen. Er sagte, er würde die Verteidigungssysteme der Anlage so einstellen, dass es aussehe, als wäre jemand in das Labor eingedrungen. Dadurch wird der Reinraum entriegelt, allerdings aktiviert sich auch die automatische Verteidigung und sieht uns als Eingreifer. Er will sich den Weg nach draußen freikämpfen, aber das ist Selbstmord. Er ist der einzige im Labor mit einer militärischen Ausbildung und wir haben noch nicht mal richtige Waffen. Ich habe versucht, ihm zu sagen, dass wir das Projekt abschließen können, dass wir jetzt die Antwort kennen, aber er weigert sich, Vernunft anzunehmen und glaubt nicht, dass Jorn schon uns wirklich rauslassen wird. Wir konnten einen Teil der Decke in C1 zerlegen, um die Zwischendecke entlang zu kriechen. Das bringt uns nicht nach draußen, aber es müsste reichen, um das über das Labor zu gelangen, in dem Will sich verbarrikadiert hat. Das gefällt mir nicht, aber wir müssen ihm zuvorkommen. Okay. Damit kommen wir nicht weiter. Wir gehen jetzt nochmal. Nein, da kommen wir ja nicht raus. Das ist ja der Ausgang. Also wir müssen das hier auf jeden Fall zu Ende bringen, das weiß ich. Jetzt muss ich noch mal gucken. Also gehen wir doch mal der Reihe nach. Gehen wir einfach mal so links herum. Da brauchen wir nicht suchen. Was haben wir denn hier? 11, da steht sie doch. Oder? 13, ach, wir haben noch einige. Oh, schon Chemikalien dazu. Ja, man sollte eben doch alles gucken. Das nehme ich auch noch mal mit. Oh, das ist doch so ein schöner Ticker, so schade, dass man damit nichts anfangen kann. So, was haben wir denn hier? Damit haben wir aber immer noch nicht die Probe, die wir suchen. 1142 oder so, ne? 1142. Okay, hier sehe ich nichts. 1142 brauchen wir. Und weiter links rum. So. Da geht es nicht. Also müssen wir. Da waren wir. Jawohl, dann gehen wir hoch. Und gehen links herum. Da steht nichts. Vielleicht ja hier. Sehe ich nichts. Ich sehe hier partout nichts. Also kann hier auch nichts sein, würde ich sagen, oder? Ja. Wir brauchen noch solche einen Behälter wie eben. Wo könnte der sein? Moment, wir gehen jetzt hier nochmal durch diese Abdeckung. Das bringt uns nicht weiter. Da waren wir nämlich schon. Was ist denn hier? Na toll, da waren wir da auch schon. Oder? Doch, doch. Doch, doch, hier waren wir schon. Wir gehen da nochmal hoch. Da habe ich eigentlich immer noch die Waffe in der Hand. Die brauche ich doch gar nicht mehr. Die sind alle tot, die Mutanten. Gute. Also hier nicht runter. Bei Nummer 2, im zweiten noch auch nicht. Wo steht die 1142? Was soll ich denn damit? Da waren wir eben schon dran. Aber was ist damit? Da haben wir doch schon reingeguckt. Ich kann euch ja nichts einschalten, wenn ich nicht weiß, was passiert. Ah
an der Notfallüberbrückung, kompromittiert. Anlage gesichert. Muss ich das aufmachen? Ich mache das jetzt einfach mal. Oh, das habe ich befürchtet, genau. Die eröffnen jetzt nämlich alle das Feuer auf mich. Tja, toll. Geh doch mal raus da. So, was haben wir denn noch? Der Reinraum. Zugriff gesperrt. So, abgeschlossen. Ach, ich muss das tatsächlich machen. Oh. Damit weiß ich aber immer. Noch eine. Kopf, also Munition. Ach, 10 mm. Jetzt noch mal darüber. Oh, das ist schwer. Das habe ich schon so oft gespielt und immer wieder spiele ich das auf eine andere Weise. Ich habe hier aber... Ja, wir kommen ja wieder nur dann da oben zurück. Ist die 1142. Wenn wir da gucken, was ist denn hier? Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Aha. Holy, was soll das? Bin ich etwa rausgekommen? Ach, ich bin rausgekommen. Deswegen hat er mich angegriffen. Ich habe den Reinraum irgendwie aufgekriegt. Abgeschlossen. Irgendwie war es mir gelungen, den Reinraum aufzumachen. Das ist der Reinraum. Ich war echt überrascht jetzt gerade. Wir haben das aber nicht fertig. Wir müssen es nochmal versuchen. Wir müssen doch die 1142 suchen. Tatsächlich. Irgendwie habe ich das überbrückt gehabt. Das ist Gold. Hier steht nichts anderes. Wo gut, durch die Waffe in der Hand hatte. So, mein letzter Versuch. Ich werde jetzt hier nochmal gucken. Sonst räume ich. Ich räume jetzt mal auf hier. Ich nehme mal die Sachen mit. Maschinengewehr, Geschützturm. Irgendwo muss nur einer rumkrabbeln. Da ist doch irgendwo noch ein Raum. Ich habe irgendeinen Raum nicht mehr geöffnet. Jetzt würde da, ich höre doch immer dieses Gekrabbel von den Ghulen, die. Hört ihr? Aber wo? Ja, jetzt bin ich so schwer. Ich muss mal gucken. Ich werde mal Kleidung abschmeißen. Ich hoffe, ich habe was zum Abschmeißen. Bis auf den... Ja, die Sachen kann man verkaufen. Oder ich schmeiß Waffen ab. Moment, was habe ich denn hier noch?